Ja, ihr habt es am Titel schon gesehen und vielleicht auch am Thumbnail. iCrimex ist in Frankfurt und erwartet uns schon bei der iSporthalle. Ich glaub's nicht. iCrimex, ich komme! Der Bre wartet schon. Alter, es ist so früh am Morgen. Wir haben 8 Uhr und er ist einfach schon um 6 Uhr aufgestanden, um 7 Uhr loszufahren. Nee, ich lüge, Alter, wir haben 9 Uhr. Er ist ein bisschen später aufgestanden. Trotzdem hat er den frühen After mit dem Dreck gefangen. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Max, fast vom LKW mitgenommen worden. Bruder, ist überhaupt die GoPro an? Scheiß auf die GoPro, scheiß auf alles. iCrimex ist da! So, wir fahren jetzt hier nach rechts und da gleich bei der iSporthalle rein. Oh, was ein Stau hier. iCrimex, ich komme. Ich muss kurz überlegen, wie ich den Herrn begrüße. Den kleinen Keki-Kek. Ich habe hier ein paar Rauchwolken. Vielleicht mache ich eine an, damit er uns direkt zu Gesicht bekommt. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Hier irgendwo muss der... Hier irgendwo müsste er chillen. Er hat mir bei WhatsApp schon geschrieben. Ich habe einfach WhatsApp-Nummer von iCrimex. Oh, Dings ist schon am Start, Bruder. Abschleppdienst ist schon am Start. iCrimex, hast du Abschleppdienst schon gerufen? So, warte, wir machen jetzt den hier. Warte, wo ist der? Wo ist der? Der ist da hinten. Der weiß das. Der guckt ja meine Videos. Der weiß ja, wo ich immer chille. iCrimex, ich komme! Wieso geht es nicht ab? Fuck! Kaputt gemacht. Scheiße! Dreck! Warte, ich hab aber noch eine. Warte, ich muss das hier kurz. Das ist Fummelarbeit, Leute. Moment kurz. Was ist das? Wer hat denn diese Scheiße hier gemacht, Junge? Habe ich überhaupt Feuerzeug dabei? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe Feuerzeug dabei. So. Okay. Was ist das denn? iCrimex! Wir müssen ihn begrüßen. Das ist eine Gaswolkenbegrüßung. Feuerzeug habe ich hier. Mit was für einem Auto ist er da? Mit Lambo? Ne, mit Lambo ist er nicht da. Der hat den Lambo nicht mehr. Ich glaube, der ist mit Dings da, mit seinem Range. Ich sehe ihn! Digga, ich sehe ihn sogar von hier. Junge, was für ein dickes Auto. Junge, der ist ja rich, der Junge. Ich kann jetzt nicht direkt hier starten. Da ist ein Mensch. Verdammte Scheiße! Warte, ich mach jetzt an. Oh, Bro. Bro. Ich hab gesehen. Ich dachte, ich überfahre dich gleich. Junge, was für eine Begrüßung. Es ist nicht normal, was auf diesem Dreckskanal abgeht. Ich hoffe, er chillt im Auto. Bruder, ist er überhaupt da? Ist er das überhaupt? Bro, was geht? Er hat einfach Käppi auf, Alter, und Sonnenbrille. Der ist direkt im Urlaub, alle hier bei mir. Was geht, Bro? Ja, einen wunderschlechten, guten Dreck wünsche ich Ihnen, Herr iCrimex. Willkommen auf meinem Kanal. War das eine gute Begrüßung? Das war eine sehr, sehr geile Begrüßung. Sehr geil, gell? Oh, scheiße, Alter. Es kommt ein bisschen viel Rauch raus. Oh, Digga. Junge, du hast mich echt früh geweckt heute Morgen. Ich bin noch nicht ganz wach. Deswegen, wir müssen direkt anfangen hier mit der Zerstörung. Also das Video läuft schon. Das Video läuft, das ist so bei mir auf dem Kanal. Es gibt... Bro, warte mal, ich habe noch was mitgebracht. Ah, du hast doch was dabei. Okay, Bro. Ich dachte mir so auf kreativ, ich will auch mit zerstören. Okay, krank. Ich habe sowas mitgebracht. Oh. Das kann man anzünden und irgendwas passiert damit. Ich weiß selbst nicht genau. Wir gucken jetzt direkt. Testen es einfach. Das machst du jetzt direkt, komm. Komm. Aber nicht, dass das irgendwie jetzt hier, keine Ahnung, dass wir das Auto in die Luft jagen. Wäre auch geil. Ist egal. Boah, ich muss sagen, du bist voll die Maschine, Alter. Ich dachte, du wärst so ein bisschen... Maschine? Ich dachte, du wärst so kräftiger. Siehst du deinen Körper? Manchmal zeigst du so... Diese Bauch, meinst du? Aber ist schmackhafte Bauch. Aber ich dachte, du hättest ein dickeres Gesicht. Ey Bruder, sorry, ich geb dir das mal kurz. Ich muss ein bisschen wach werden, weißt du? Wir haben 8 Uhr morgens, 9 Uhr morgens. Ich muss kurz ein bisschen hier ausrasten, sonst... Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht... Lichter und so kaputt machen, weil ich muss noch ein paar Parts machen. Ich habe gestern mir dein Video angeschaut. Ja, ich weiß, das wollte ich gerade sagen, Bro, das wollte ich doch gerade erwähnen. Das war ein kleiner Unfall gestern. Ich habe so ein paar Abonnenten getroffen, aber du kannst ihn trotzdem abreißen. Ich versuche den trotzdem abzureißen. Du wolltest den als Kette benutzen, gell? Ich dachte, ich hänge das hier dran. Ja. Aber Bro, ist leider nicht Ice Out. Ich kann die Ice Out machen, wenn du willst. Das ist schon krass. Ja, mach ich. Reiß ab, komm. Denkst du, das geht? Das geht. Das geht einfach. Ich hab, früher habe ich sehr viele Mercedes-Sterne geklaut. Das geht auf jeden Fall. Oh, das ist voll fest, Mann. Ah, man merkt, du bist noch Anfänger. Okay. Hast du eine Zange oder so? Du brauchst keine Zange, Bruder. Du machst einfach den hier. Oh. Oh, scheiße. Es tut mir leid. Ich besorge dir irgendwann mal einen, wenn du wieder hier bist. Boah. Ich muss wach werden. Das mache ich immer als Morgenroutine. Okay. Jetzt bin ich wach.
killst mich einfach, ehrlich so. Jetzt können wir an die Arbeit gehen. Ich dachte schon, das wird zu verrückt, aber es ist noch kranker, als ich dachte so. Das freut mich sehr. Sollen wir einfach mal testen, was passiert? Ja, teste, teste. Sollen wir das ins Handschuh fahren? Du, Handschuh. Kannst du auch machen, ja. Da sind zwar alle meine Papiere drin, aber egal. Oh, warte, wir stecken das hier vorne drauf. Hoffentlich explodiert der Motor. Oh. Oh, oh. Oh, läuft. Ach, du hast sogar Feuerzeug dabei. Nice, ja, okay. Wunderdreckig. Ist schon cool, oder? Ja, du siehst sehr gut aus. Das ist ein schönes Thumbnail. Eigentlich müssen wir gleich mal fahren damit. Wir machen das gleich nochmal. Das wäre nice, dann ja. Dann springe ich schnell rein und fahre mir eine Runde. Aber bist du wach? Ja. Du bist wach, komplett. Noch ein bisschen wach musst du werden. Ich hatte noch nie einen Vorschlag gemacht. Boah, das wiegt voll was. Ne? Das ist ja voll. Das ist noch der kleine, ich hatte noch einen größeren. Das ist so eine Maschine, ne? Weil so ich mache das schon ein Jahr lang. Das ist so schiss, ne? Ich habe das noch nie gemacht. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin bei dir. Kann ich auf das Dach drauf machen? Du kannst auch auf das Glas draufhauen. Nein, nein, nein. Doch, 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 doch. Doch, ja, ja, das ist gut. Ja. Kletter aufs Auto und hau gegen das Schiebedach. Auch wenn am Arsch ist. Egal. Weil, pass auf, Moment. Wo habe ich die Tüte? Die dreckige Tüte! Ja, ja, ja. Zack. Ich habe auch an alles gedacht. Das war schon mal sehr, sehr gut. Das war auch schön. Geh hoch. Moment mal, wie lange spielst du schon GTA? 8 Jahre? 8 Jahre. 8 Jahre, da hast du doch hier beste Voraussetzungen. Ach du Scheiße. Ich habe Angst. Soll ich machen? Mach. Ich bin bei dir. Warte. Dafür habe ich auch gesorgt, Bro. Er hat recht. Wie konnte ich das vergessen? Ich vergesse immer diese dreckige Scheißschutzbrille. Junge, ein Bild für dich, für den After. Heftig! Oha, das ist so plastikmäßig. Heftig. What the fuck? Ey, das ist stabil, der Wagen. Was ist das? Das ist kein Glas. Das Panzerglas in der Drogendealer-Edition. Ja, Mann, ich sag dir doch, albanische Drogendealer-Edition, da kommt nichts durch. Mach mal nochmal fester, richtig fest. Alter, what the fuck? Das geht nicht am Arsch. Mach du mal. Warte, ich geh mal runter, mach du mal. WTF. Ich sag dir doch, albanische Drogenkurier-Edition. Ja, ich hab noch eine dabei. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, Alter, dass das nicht kaputt geht. Heftig. Warte, wir nehmen das hier mit. Bevor wir losfahren, können wir noch eine Sache machen. Ne, warte mal. Wir fahren lieber jetzt los, weil erfahrungsgemäß kommen genau jetzt die Bullen. Wir haben jetzt schon 2 Sterne. Ich merke das, ja. So, steig ein. Haben wir alles? Was ist jetzt hier? Wir haben alles. Oh! Guck mal, was du gemacht hast. Ein Meisterwerk. Müssen wir ein bisschen reinstecken. Nicht, dass du hier mir noch einen Stromschlag bekommst. Wie findest du den Namen von dem Auto? Avantgarde. Aftergarde. Okay, guter Name. Ey, sag mal ehrlich, was ist so... So, wie viele Likes machst du immer so auf deine Videos? Einfach Interview. Ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß gar nicht. Ey, Bro, also sag dir echt, für diese... Kollabo jetzt hier müssen die Leute eigentlich mindestens 30.000 Likes auf das Video. Mindestens! Sonst wäre schon schwach. Das wäre das einfach das 50-fache von mir. Soll ich noch das Ding vorne drauf machen? Ja, gute Idee. Gute Idee. Ich versuche das Schiebedach derweil aufzumachen. Aber scheiße. Bro, ich krieg das Schiebedach nicht auf. Verdammt. Ach, Junge, wir haben schon 3 Sterne! iClimax, wir haben 3 Sterne! Ich muss ihm helfen. Ich muss ihm helfen. Junge, jetzt kommt er mir hier auf die Idee, das zu machen. Oh, Dreck. Oh, Junge, was für ein gepimpter Mercedes. Ey, das ist schon geil. Das müssen die serienmäßig einführen bei Mercedes. Einfach Benzer mit Wunderkerzen-Edition. Heute mit Chabo unterwegs, ihr wisst Bescheid. Die Leute haben meine Kommentare auseinandergenommen. Sie schreiben Chabo. Chabo hat mich eingeladen. Auch bei Instagram. Du Chabo, überall. Ja, die wollen das sehen. Die wollen sehen, wie du GTA in Real Life machst. Ja, safe. Bist du schon mal so irgendwo krass runtergebrettert, so Treppen oder so mit so einem Auto? Leider nicht, weil hier in Deutschland ist das extrem strafbar und so. Ich bin ja auf der Suche nach einem Grundstück, aber ich sag dir ganz ehrlich. So auf privat gedacht. Ja, das ist extrem schwer zu finden, wenn dann nur im Osten. Ja, ja, das ist ja schon klar. Nicht das Finanzielle ist dann das Problem, sondern der Vermieter. Wenn ich dann sage, was ich drauf mache. Ach so, ich dachte, du willst es jetzt kaufen. Nee. Auch da hast du Schwierigkeiten. Wenn du es kaufst und das Auto zum Beispiel in Öl verliert oder andere Flüssigkeiten, dann bist du gefickt. Das darf ja nichts im Boden landen in Deutschland. Ja, Bro, also du kannst, wenn du willst, anfangen hier zu zerstören. Ehrengast darf alles zerstören, außer Frontscheibe. Frontscheibe und Reifen zerstechen. Ansonsten darfst du alles machen, was du willst. Können, ne? Das muss noch fahren können. Boah.
Okay, ich sehe, du hast meine Videos gesehen. Das ist einfach wie so ein Maschinengewehr. Schau mal, das sieht jetzt so... Was ist das denn? Oh, das war vom Vorbesitzer. Ach so, ja. Nice. Oh. Ja, Mann. Einfach Tuning geworden, das Video. Das ist Tuning, Panzerglas, Krokodilleder, Interieur. Wie hält der Radio noch? Das Radio. Schreppe. Oh. Ey, der geht sogar noch. Ja, das geht. Darf nicht sein, dass hier noch was funktioniert. Wow. Oha. Oh. Ich habe gestern noch ein Video gesagt, das ist unkaputtbar. Du hast es geschafft, Bro. Das ist der Trick einfach. Oh, Digga, wie das splittert. So, wir fahren jetzt hier rein. Kennt man doch auch hier, ne? Kennt man auch, ja. Als ich auf diesem Parkplatz gefahren bin, als ich die Aral-Tankstelle gesehen habe, ich dachte direkt so, das ist die Chabo-Aral-Tankstelle. Ja, Mann, das ist die Chabo. Eigentlich müssen die dir schon sponsern. Guck mal, wie der hier hochgeht. So locker. Deswegen fahren so viele Albaner das Auto. Wirklich krass Auto, ehrlich. Yeah. Also diese wirklich alten Benzers, die sind eigentlich unzerstörbar. Ach so, Waschstraße wolltest du ja noch fahren, Mensch, stimmt. Ey. Waschstraße und Powerschaum. Winter Edition. Ach du Scheiße. Bro! Die andere. Ja, Schwester, Bruder, geht's nicht? Doch, hab's gleich, warte. Okay. Jetzt! Bebio!